Nee. Sorry, dass ich nochmal störe, Charlie. Weißt du, dass gerade eben der Herausgeber von Wonder Comics das Pissbecken benutzt hat? Machst du Witze? Das ist nicht komisch, Mann. Mann, ich mein's ernst. Der kam rein und sagte, fuck Captain Red. Und dann hat er losgeschifft. Du meinst der Chefredakteur? Redest du von Connor McCarthy? Eben der. Der kam rein und sagte, fuck Captain Red. Und dann sagt er, ich bin Connor McCarthy. Ich glaub's nicht. Der traut sich, was seine Visage hier zu zeigen, nach dem, was er sich geleistet hat. Du solltest ihn einfach loswerden, weißt du? Ihn einfach umhauen oder so. Der sah nicht nach viel aus. Mit dem wirst du fertig. Ich leg das Arschloch um. Was? Ich bringe ihn um. Nein, nein, das wird doch nicht nötig sein. Du musst ihm nur etwas Angst einjagen. Na komm schon, Mann, das ist ein bisschen zu extrem. Charlie, nein! Stirb! Oh, heilige Scheiße! Stirb! Ah! Ah! Oh, ah! Das ist nicht gut. Ah! Stirb! Ah! Was soll? Okay, das war grotesk. Mentale Notiz, nie wieder Charlie auf die Eier gehen. Der Typ ist ein absoluter Psycho. So ist Charlie im Gefängnis gelandet. Lieber nicht. Schätzungsweise? Er hat ja schließlich erzählt, er hat uns umgebracht, ne? Auf keinen Fall. Kann ich mich nicht jetzt irgendwo hinsetzen? Muss jetzt nur warten. Holy. Hey, man sieht ja kaum die Schnittwunden und das Blut. Cool. Können wir da reingehen? Schweinzone. Randall, wir sind da. Ah, genau zur rechten Zeit. Und wir wollen saufen bis zum Umfallen. Na klar, Süßer. Hey, Sally. Hi, Randall. Du machst doch heute Abend keinen Quatsch, oder? Kennst mich ja. Ich stehe auf Quatsch. Wer tut das nicht? Na komm, setz dich. Hier wartet ein schönes, kaltes Bier auf dich. Tja, da sind wir also alle mal wieder beisammen. Ja. In der Tat. Hey, was ist los? Ich verspüre Spannung in der Luft. Wovon redest du? Komm schon, hol dir noch ein Bier. Du kannst ja nicht mit einem leeren Glas anstoßen, oder? Du kannst es ja scheinbar kaum erwarten, dass Matt sich abschießt, Sally. Sollte uns das zu denken geben? Was? Kann man denn als Verlobte nicht wollen, dass sich der Liebste an seinem Junggesellenabend amüsiert? Eben. Das ist dein Problem, Mann. Ja, jetzt, wo du es sagst. Ah, stimmt ja. Liebling. Bestell dir einen Doppelbock. Gute Idee. Nein. Nein? Randall Hicks sagt Nein zu Alkohol? Wer bist du und was hast du mit dem echten Randall angestellt? Weißt du, wir haben in letzter Zeit sehr viel getrunken. Wir sollten es mal etwas langsamer angehen. Das glaube ich nicht. Du trinkst jeden Tag ohne den geringsten Grund. Und genau heute willst du nicht, obwohl wir so viel zu feiern haben? Mann, du bist mein bester Freund. Deswegen bist du hier. Aber wir machen bei meiner Hochzeitssause nicht einen auf anonyme Alkoholiker. Au! Das war mein Bein. Aber natürlich nicht, Süßer. Mach dir keine Sorgen. Hol dir ein Bier, ich bleib mit Randall hier. Okay, bin gleich wieder da. Bringt euch bitte nicht gegenseitig um, ja? Ja, sehr lustig, Süßer. Weiß man noch nicht. Du verdammtes Stück Scheiße, was zum Geier sollte das werden? Ich will die Scheißwelt retten, das sollte das werden. Sieh doch ein, dass das nichts bringt. Die Welt ist schon von Anfang an zum Untergang verurteilt. Mit dem einzigen Unterschied, dass ich diesmal die Königin der Unterwelt sein werde. Und das wirst du mir nicht versauen, hörst du? Laut und deutlich, aber weißt du was? Da hast du dich mit dem Falschen angelegt. Oh, oh,
Ich habe so eine Angst. Sag mal, Superman, was willst du dagegen unternehmen? Oh, ich werde dich den Tag verfluchen lassen, an dem du mir das erste Mal begegnet bist. Und glaub mir, das kann ich richtig gut. Ach ja? Und wie willst du das anstellen? Weiß ich noch nicht, aber eins weiß ich. Ich mach dich fertig. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst, Arschgesicht. Oha. Hey, benimm dich und mach bloß nichts Falsches. Ich warne dich. Ja, das werden wir sehen. Hi Leute, bin wieder da. Ich hab 'ne Idee. Warum trinken wir nicht einfach irrsinnige Mengen Alkohol, um zu feiern, dass bald 66,6% der Leute hier am Tisch verheiratet sein werden? Gibt's was Besseres, um irgendwas zu feiern? Ach, ich wusste schon, warum ich mich für dich entschieden habe. Also Randall, wie läuft's mit dir und deinem Mitbewohner? Ja, genau. Ist der inzwischen mal aus seinem Zimmer gekommen, oder was? Nee, der steckt schon seit Monaten in seinem Loch. Ich weiß nicht mal mehr, wie er aussieht. Kommt er nicht wenigstens mal zum Pinkeln raus? Ich glaube, deswegen hat er die ganzen Eimer. Der ist sicher schon tot. Ja, der grummelt immer, wenn er sich... Warte mal, das hatte ich doch schon mal. Ich muss was unternehmen und zwar schnell. Wie war das, Kumpel? Ja, jetzt, wo du es sagst... Deine Freundin ist ein Scheißdämon, der die Welt zerstören will. Hey! Mann, was soll das heißen? Zeig dich, oh Hure Babylons! Okay. Wow! Das hatte ich nicht erwartet. Das habt ihr gerade gemacht, oder? Was um alles in der Welt machst du? Ich improvisiere, weißt du? Tja, das hast du richtig schön in die Scheiße geritten. Wie kommst du nur auf Hure Babylons? Das ist die Braut deines besten Freundes? Oh, er wird mir niemals die Sache mit dem Robotaschenrechner verzeihen, oder? Wir waren nur Kinder. Was hat das mit allem zu tun? Es ist seine Verlobte. Glaubst du nicht, dass es da etwas zu weit geht, sie so zu nennen? Du hast dir sogar dein Bier übergekippt. Was hast du denn geglaubt, dass sie die böse Hexe des Westens ist? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, in meinem Kopf klang es besser. Du musstest doch nur deinen Freund davon überzeugen, dass er sich nicht betrinkt. War das denn so schwer? Oh Mann, da kennt ihr Matt aber schlecht. Egal, wir können das nicht so stehen lassen. Ehrlich? Ihr wollt mir nochmal helfen? Nun, wir müssen nur das Gespräch etwas zurückspulen. Aber bitte versau's nicht schon wieder. Okay. Yes, Sir. Also... Wie spult man das Gespräch zurück? Hungersnot wird dir sagen, was oh, du nee. Okay. Ach so. Ich... Ah. Jetzt weiß ich Bescheid. Ist das ein Rätsel oder so? Wovon redest du? Tu einfach, was er sagt. Aber was? Komm schon, verschwende nicht unsere Zeit. Mann, du hast aber eine lange Leitung. Wir machen doch nur Spaß. Glaubst du echt, die Geräusche haben irgendetwas zu bedeuten? Der Idiot hat noch nicht mal einen Unterkiefer. Aber... Niemand versteht ihn. Nicht mal wir. Aber es ist witzig, so zu tun, als ob... Kann man die Leute gut verarschen mit? Okay, das reicht jetzt. Wir schicken dich an den Anfang zurück. Versuch es diesmal nicht zu versauen, okay? Ich versuch's. Was? Hey, benimm dich und mach bloß nichts Falsches. Ich warne dich. Ja, das werden wir sehen. Alles klar. Hi, Leute, bin wieder da. Warum gibt's was Besseres? Ach, ich wusste... Also, Randall. Ja, genau. Nee. Ich glaube, der ist sicher... Ja, der grummelt immer, wenn er sich... Warte. Wie war das, Kumpel? Ja. Okay. Hey, erinnerst du dich an die Zeit, wo wir Spaß hatten, ohne zu trinken? Sind wir nicht langsam aus dem Alter raus? Hey, jemand Bock auf Guckertwahl? Also, Herr Lee, mich würde rasend interessieren. Was hast du so in letzter Zeit... Was du so in letzter Zeit getrieben hast? Also, Sally... Mich würde rasend interessieren, was du so in letzter Zeit getrieben hast. Also, weißt du... Tatsächlich weiß ich das nicht. Tja, ich...
Ich war mit den Vorbereitungen für die Hochzeit beschäftigt. Du weißt ja. Natürlich. Was ist hier eigentlich los? Ihr benehmt euch ziemlich merkwürdig. Nichts. Nein. Randall hatte nur gefragt, weißt du, wegen der Hochzeit. Ja, aber warum druckst du denn so rum? Ja, warum druckst du so rum, Sally? Du bist doch nicht etwa von einem Dämon besessen, oder? Ach, Randall, du bist urkomisch. Ich bin wirklich komisch, oder? Weißt du, ich habe schon überlegt, ob ich Comedian werden sollte. Ehrlich? tja, wir werden dir alle Unterstützung geben. Aber wir sollten im Hinterkopf behalten, dass nicht jeder deinen Sinn für Humor hat. Weißt du, das musst du bedenken. Liebling, du machst es schon wieder. Was denn? Diese komischen Pausen. Oh, weißt du, es ist so langweilig, über Randall zu reden. Meinst du nicht auch? Hey! Tut mir leid, aber so ist das nun mal. Bestellen wir noch eine Runde, okay? Siehste, klingt doch schon besser. Alles klar. Hey, hat jemand Bock auf Go-Kart fahren? Oh! Hey, Jungs! Ich dachte, wir machen vielleicht was Romantischeres, um die Verlobung zu feiern. Weißt du, was richtig romantisch wäre? Wenn der Vorschlag von dir ist, will ich's nicht wissen. Mir gefällt Randalls Vorschlag. Okay, das reicht. Niemand geht Go-Kart fahren, okay? Das ist jetzt einfach nicht der richtige Moment. Komm schon, auch ohne Schildkrötenpanzer. Ich rede von einem ganz normalen Rennen. Warte mal. Meinst du auch keine Bananenschalen? Seid ihr jetzt mal ruhig? Wir gehen nicht Go-Kart fahren, ja? Tja, Matt, jetzt kannst du dir wohl vorstellen, wie das ist, verheiratet zu sein. Matt, ich rate dir, das nicht zu beantworten. Okay, entspannt euch mal. Ich liebe Go-Karts, okay? Aber ich freue mich auch auf das Eheleben, wisst ihr? Sich ein Bart wachsen zu lassen, nachts jede Stunde einmal aufs Klo zu müssen, den Kaffee schwarz trinken und selbstverständlich auch die Kinder zur Go-Kart-Bahn mitnehmen. Ich habe mir das reiflich überlegt, okay? Okay, dann haben wir ja genug Zeit, zur Go-Kart-Bahn zu fahren, wenn die Kinder erstmal da sind, ja? Aber, wir könnten doch... Hältst du jetzt endlich mal die Klappe, Randall? Du verwirrst meinen Verlobten. Ich lass nicht zu, dass du ihn so manipulierst. Ist das klar? Ihn manipulieren? Na, das musst du gerade sagen, Scarlett O'Hara. Nennst du mich eine Rassistin? Alter, nenn sie nicht Rassistin. Was? Ich hab sie nicht Rassistin genannt. Ich meinte bloß, dass sie auf Manipulieren steht, so wie Scarlett O'Hara. Das reicht jetzt! Ich bin ein guter Mensch. Ich muss mich nicht so behandeln lassen. Ach komm, du bist ja nicht mal eine reale Person. Hey, wo kommt das denn jetzt her? Du meinst wohl, wo kommt sie denn her? Sie benutzt dich nur, Matt. Erkennst du das nicht? Sie ist ein fieses Monster aus der Unterwelt, das die Zivilisation zerstören will. Ich glaube, ich gehe einfach. Nein, Liebling. Der Einzige, der hier geht, ist Randall. Alter, hätte nie gedacht, dass du sowas bringst. Ich dachte, du wärst mein Freund. Aber wenn du weiter Scheiße über meine Freundin erzählst, dann tut's mir leid. Dann war's das. Aber Matt, ich will dir nur die Augen öffnen. Das reicht, Randall. Ich weiß nicht, was zum Geier heute mit dir los ist, aber du versuchst schon den ganzen Abend Sally zu provozieren. Und was ist mit ihr? Sie macht doch genau dasselbe. Randall, raus! Oh, komm schon. Du hast es wieder versammelt, stimmt's? Ja, granatenmäßig. Glaubst du wirklich, du kannst deinen Freund zur Nüchternheit bewegen, indem du seine Freundin schlecht machst? Nein, aber die alte Hexe kann jeden meiner Schritte vorhersehen. Mir fällt auch kein echter Grund ein, warum er nicht trinken sollte. Das ist Matt, verdammt nochmal. Saufen ist für ihn ein Grundbedürfnis, so wie schlafen. Der muss saufen, um zu überleben. Da bin ich sicher. Tja, dann hast du es echt versaut jetzt. Er hasst dich abgrundtief und will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich weiß. Okay, versuch's einfach nochmal. Aber denk dir diesmal was richtig Cleveres aus. Wir haben nämlich nicht den ganzen Tag Zeit, weißt du? Gut gegeben! Hallo! Hey, benimm dich und mach... Ja. Oh, nochmal alles von vorne, Leute. Oh Mann, es wird nichts. Hi, Leute. Warum trinkt's ja, was Besseres? Ach, ich wusste schon, warum ich... Also, Randall. Kennen wir. Der grummelt immer, wenn er sich... Wie war das, Kumpel? Ja. Sind
Sind wir nicht langsam aus dem Alter raus, uns zu betrinken, bis wir umfallen? Aus dem Alter raus? Okay, na und? Wollen wir jetzt in den Park gehen, Enten füttern? Ha! Das würde ich zu gerne sehen. Ich sag ja nur, dass Trinken ohne Selbstkontrolle gefährlich ist. Einmal bin ich auf einem Boot nach Samoa aufgewacht und weiß bis heute nicht, was da passiert ist. Oh ja! Weißt du, ich glaube, ich hatte dich für frisches Obst eingetauscht oder was? So. Du hattest sicher auch einen guten Grund, das zu tun, mein Freund. Aber ich meine, wir sollten einfach mal erwachsen werden und Verantwortung für unser Handeln übernehmen. Meint ihr nicht auch? Bist du sicher, dass du Randall bist? Mann, ich mein's ernst. Wir sind erwachsen und vor allem du. Du wirst vielleicht sogar bald Vater, Matt. Lass das Thema mal stecken. Wir haben echt Schwierigkeiten, uns auf einen Namen zu einigen. Echt? Was habt ihr denn schon für eine Auswahl? Bitte, reden wir einfach über was... Wenn's ein Mädchen wird, Leia oder Wonder Woman? Und wenn's ein Junge wird... Warte mal, hast du Wonder Woman gesagt? Klar, warum nicht? Das oder She-Hulk? Aber weißt du, She-Hulk ist ein bisschen lahmarschig. Und Sally will sie nicht Buffy die Vampirjägerin nennen. Weil das keinen Sinn ergibt, Matt. Soll der Zweitname unserer Tochter wirklich die Vampirjägerin sein? Sally, wir hatten das schon und du hast gewonnen. She-Hulk und die Vampirjägerin sind vom Tisch, also entspann dich. Tja, dann kannst du auch Wonder Woman streichen. Dann will ich Silk Spectre wieder aufnehmen. Matt, denk doch mal eine Minute drüber nach. Willst du wirklich die Schaukel anschubsen und dabei deine Tochter Silk Spectre nennen? Im Ernst? Stimmt, Spectre ist nicht sehr feminin. Aber es gibt ja immer noch Leia. Komm schon, Leia ist ein schöner Name. Tja... Der am wenigsten hässliche, den du bisher vorgeschlagen hast, das stimmt. Leia ist schön, doch. Okay, und wenn es ein Junge ist? Ah, oh, mir gefällt Scott. Wir könnten ihn Scotty nennen. Bist du verrückt? Mein Sohn wird nicht den menschlichen Namen von Cyclops tragen. Na sicher, weil Ding aus dem Sumpf eine bessere Idee ist. Halt! Hey, hast du mein Tagebuch gelesen? So langsam nimmt es ja Fahrt auf. Warte mal, geht's darum... Du willst uns zum Streiten bringen? Was? Ich wollte nur wissen, wie ihr eure Kinder nennen wollt. Das ist alles. Klar. Du weißt ganz genau, dass wir Schwierigkeiten haben, Namen zu finden, die uns beiden gefallen. Ach, komm schon, Sally. Ich war nur neugierig. Wenn jetzt irgendjemand uns hören würde, der könnte meinen, dass wir uns beide um Matts Zuneigung streiten. Und das wäre ja wohl komplett aus der Luft gegriffen, oder? Natürlich wäre es das. Außerdem bin ich Matts Braut. Ich kann Dinge für ihn tun, die du nicht kannst. Klar. Schmutzige Dinge. Verstehe. Ich glaube, die Schlacht habe ich gewonnen. Was? Ich sagte, genießen wir den Abend. Jemanden Schnaps? Oh, da hast du aber meine Gedanken gelesen, Süße. Ja. Das Ding aus dem Sumpf. Was? Ist der Sumpf ein Synonym für das weibliche Geschlechtsteil? Man weiß es nicht. Göttlich, ey. Hey, erinnerst du dich noch an die Zeiten, wo wir Spaß hatten, ohne zu trinken? Eigentlich nicht. Wann soll das gewesen sein? Als wir noch Kinder waren. Sehr kleine Kinder, weil ihr zwei habt ganz schön früh angefangen zu saufen. Egal, wenigstens hatten wir damals noch unsere Gesundheit. Andrew, das meinst du doch nicht im Ernst. Du hast mal Sekundenkleber in Matts Augentropfen getan und er ist fast blind geworden. Also fang hier nicht mit Gesundheit an. Nur fürs Protokoll. Das mit den Tropfen war Notwehr. Da hat er recht. Ich hatte das verdient. Nein. Besoffen? Okay, ich hab einen. Natürlich. Würdet ihr lieber eine Nacht in einem Spukhaus verbringen, aus dem noch nie jemand lebend wieder rausgekommen ist? Oder einen Tag in Pee-wees Playhouse, während Pee-wee auf Crack ist? Das Spukhaus. Niemals Pee-wee. Nein, das Spukhaus. Aber ehrlich gesagt ist beides ganz schön gruselig. Frage. Wäre es möglich, dass Pee-wee mir ein bisschen von dem Stoff abtritt? Nein, er hat alles aufgeraucht. Dann sterbe ich lieber im Spukhaus. Erinnert mich an unseren letzten Urlaub. Komm schon, Sally. Das war super romantisch. Ah ja. Du und dein Sinn für Romantik. Rente, euer Leben. Hey, jeder weiß, dass Matt richtig romantisch sein kann, wenn er nur will. Jeder? Warum dann ich nicht? Ach komm, Sally, ich sag dir fast jeden Tag, dass ich dich liebe. Ich bin irre romantisch. Ja, klar. Meinst du, wenn du das rülpst oder wenn du es in Binärcode sagst? Nein, er meint, wenn du es in Binärcode rülpst. Warte mal. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Verdammt.
Ich mach's schon wieder. Ich muss das Thema wechseln. Und zwar schleunigst. Was murmelst du da? Oh, es ist nur... naja,